Willst du ein bisschen Grammatik? Hallo und herzlich willkommen in der Lingster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt es mal wieder eine Extraportion Grammatik für dich. Was lernst du in diesem Video? Die wichtigsten Präpositionen mit vielen Beispielen. Und zwar geordnet nach TK Molo, das heißt temporal, kausal, modal und lokal. Das ist ein super wichtiger Teil der Grammatik. Also schau dir das Video bis zum Ende an und hol dir die kostenlose Liste aller Präpositionen, um eine bessere Übersicht zur heutigen Lektion zu bekommen. Der Link ist wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Das heutige Video ist übrigens Teil meines B-Grammatikkurses, für den du dich bald wieder anmelden kannst. Also schau immer mal wieder auf meinem Kanal vorbei, wenn du deine Grammatik perfektionieren möchtest. Also, bist du bereit? Dann geht's los! Wir tauchen nun ein in die Welt der Präpositionen. Das sind diese kleinen Wörter wie auf, bei, mit, unter, über etc., die in der Grammatik und somit in Sätzen und Texten eine sehr große Rolle spielen. Aber was macht eine Präposition überhaupt? Sie stellt eine Beziehung zwischen den Dingen her. Schau mal. Die Katze schläft unter dem Tisch. Hier haben wir zwei Dinge. Einmal die Katze und einmal den Tisch. Und was hat die Katze mit dem Tisch zu tun? Sie liegt darunter. Noch ein Beispiel. Ab Mittwoch hat Thomas Urlaub. Es geht also darum, dass Thomas Urlaub hat. Und mit der Präposition ab kann man den Beginn des Urlaubs darstellen. Schau dir zum Vergleich an, was passiert, wenn wir die Präposition ändern. Bis Mittwoch hat Thomas Urlaub. Es geht immer noch um Thomas Urlaub, aber nun hat sich die Bedeutung komplett geändert, denn bis zeigt an, wann eine Sache endet. Das heißt also, dass eine Präposition ein bestimmtes Verhältnis zu einer Sache ausdrückt. Und das kann sich nicht nur auf einen Ort beziehen, sondern auch auf eine Zeit, einen Grund oder eine bestimmte Art und Weise. Klingelt da etwas bei dir? Temporal, kausal, modal, lokal? Genau. Präpositionen werden natürlich in Adverbialen verwendet. Also immer dann, wenn man auf Fragen wie wo, wann, wie, wohin etc. antwortet. Man verwendet sie auch noch in ein paar anderen Kontexten, aber dazu kommen wir später. Wir schauen uns zuerst die Bedeutung von Präpositionen an, aber natürlich auch, welchen Kasus sie brauchen. Denn wie du bestimmt weißt, braucht eine Präposition einen bestimmten Kasus, vor allem den Akkusativ, den Dativ und den Genitiv. Das heißt, dass das Nomen oder Pronomen, das nach der Präposition kommt, in einem bestimmten Fall stehen muss. Bevor wir nun aber zu TK Molo kommen, noch ganz kurz eine Erklärung, was das Wort Präposition überhaupt bedeutet. Es besteht aus Prä und Position. Und Prä heißt so viel wie davor oder früher. Und Position kennst du ja. Also, Präpositionen stehen meistens am Anfang von einer Phrase, also vor einem Nomen. Nicht immer, aber in den allermeisten Fällen. Dazu gleich mehr. Wir beginnen mit Präpositionen, die sich auf Zeit beziehen. Also temporale Präpositionen, mit denen man temporale Adverbiale bilden kann. Schau mal. Wann fährst du nach Stuttgart? Am Freitag, am Abend, am 19. Oktober. Das gilt also für Tage, Uhrzeiten und Daten.
Wann fährst du heute nach Stuttgart? Um 17:30 Uhr, um Mitternacht. Da man hier meistens keinen Artikel benutzt, ist es für dich nicht so wichtig, dass um den Akkusativ braucht. Wann fährst du heute nach Stuttgart? Gegen 17 Uhr. Ich habe aber noch keine genaue Uhrzeit. Es handelt sich hier also um eine ungefähre Zeitangabe. Aus welcher Zeit ist dieses Gemälde? Es ist aus dem 18. Jahrhundert, aus der Moderne, aus der Klassik. Zeitlich benutzt man dies vor allem für Epochen aus der Vergangenheit. Wann ist es in Deutschland am wärmsten? Im Sommer, im Juli. Also für Jahreszeiten und Monate, aber auch für Wochen. In den letzten Wochen habe ich viel Grammatik gelernt. Ab wann sind Schulferien in Bayern? Ich glaube, ab dem 30. Juli. Hiermit kann man also den Beginn eines Zeitraumes angeben. Wie lange sind die Schulen geschlossen? Bis nächsten Mittwoch. Damit markiert man das Ende eines Zeitraumes. Bis wann, wie lange sind die Schulen noch geschlossen? Bis zum nächsten Mittwoch. Auch so kann man das Ende eines Zeitraumes darstellen. Wann machen Sie Betriebsferien? Zwischen dem 12. und dem 21. August. So kannst du den Beginn und das Ende eines Zeitraumes markieren. Wann machen Sie Betriebsferien? Vom 12. bis zum 21. August. Und auch hiermit kannst du Beginn und Ende eines Zeitraums angeben. Wie lange macht ihr euren Ausflug in die Berge? Nur übers Wochenende. Über das letzte Wochenende in den Osterferien. Seit wann arbeitest du in deinem neuen Job? Seit dem 1. Januar. Diese Präposition markiert den Beginn einer Sache in der Vergangenheit, die noch nicht beendet ist. Wann kann ich zur Untersuchung kommen? Während der Sprechstunde unserer Praxis. Hiermit kann man Gleichzeitigkeit ausdrücken. Wann kann ich zur Untersuchung kommen? Vor 8 Uhr, wenn möglich. Oder wann hattest du Geburtstag? Vor einer Woche. Wann macht dein Sohn sein Praktikum? Nach dem 3. Semester. Wann bekomme ich das Prüfungsergebnis? Innerhalb der nächsten 4 Wochen. Das heißt, dass das Ergebnis irgendwann zwischen jetzt und in 4 Wochen kommt, also innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Man kann dies auch mit von ergänzen, aber dann mit dem Dativ. Du bekommst das Ergebnis innerhalb von den nächsten 4 Wochen. Und zum Abschluss, wann können wir mal wieder telefonieren? Außerhalb meiner Arbeitszeiten. Auch hier kann man alternativ von plus Dativ ergänzen. Außerhalb von meinen Arbeitszeiten. Uff, das waren jetzt aber jede Menge Zeitangaben. Sicherlich kennst du die meisten davon schon. Achtung, alle Antworten auf die bisherigen Fragen sind Adverbiale und keine Objekte. Nicht nur Objekte haben einen Kasus, wie zum Beispiel den Akkusativ. Das gibt es auch bei Adverbialen. Kommen wir nun zu einer kleineren Gruppe der Präpositionen, nämlich kausale Präpositionen. Mit ihnen kann man einen Grund für eine Sache angeben. Sie antworten auf die Fragen warum bzw. aus welchem Grund. Aufgrund eines Unfalls ist die Straße momentan gesperrt. Sie will aus einem bestimmten Grund nicht arbeiten, sie ist einfach zu faul. Dank meinem großen Bruder oder dank meines großen Bruders war ich auf vielen Partys. Durch seinen Abschluss in Chemie konnte er Laborant werden. Infolge eines starken Unwetters waren die Straßen überflutet. Der Hund hat sich vor Angst versteckt. Wegen der Hitze brauchen wir einen Ventilator. Wie du vielleicht siehst, sind diese Präpositionen in der Bedeutung sehr ähnlich,
Du kannst sie also in vielen Fällen synonym benutzen. Aber Achtung mit den Präpositionen aus und vor. Die benutzt man meistens mit Gefühlen oder abstrakter. Modale Präpositionen sind gar nicht so einfach zu definieren. Man kann mit ihnen Adverbiale der Art und Weise bilden. Sie antworten vor allem auf die Frage, wie. Dazu gehören: Studenten fahren meistens mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Uni. Durch kluge Investments hat er viel Geld verdient. Der Patient wurde unter einer starken Narkose operiert. Er kam mittels einer Agentur an einen fantastischen Auftrag. Sie trinkt ihren Kaffee ohne Zucker. Beamte arbeiten für den Staat. Der Boxer kämpft gegen seinen Gegner. Außer mir waren heute nur zwei Leute im Unterricht. Die letzte Gruppe von Präpositionen, die uns jetzt noch fehlt, ist die der lokalen Präpositionen. Wie du im letzten Modul bereits gelernt hast, kann lokal entweder eine Position, so wie ich liege auf dem Sofa, bedeuten, oder es handelt sich um eine Bewegung, zum Beispiel ich lege mich auf das Sofa. Fällt dir auf, dass wir in beiden Sätzen dieselbe Präposition auf haben, aber dass sie im ersten Satz den Dativ und im zweiten Satz den Akkusativ braucht? Man nennt dieses Phänomen Wechselpräposition. Das heißt, dass insgesamt 9 Präpositionen einen unterschiedlichen Kasus haben, je nachdem, ob sie mit Verben der Position, Dativ, oder Verben der Bewegung, Akkusativ, verwendet werden. Das erkläre ich dir aber in der nächsten Lektion. Wir schauen uns zum Abschluss diejenigen lokalen Präpositionen an, die nur einen Kasus haben. Wohin fährst du? Durch einen Tunnel. Wohin gehen die beiden? Um die Ecke. Woher kommst du? Aus dem Schwarzwald. Wo wohnt Lisa? Bei ihren Eltern. Wo finde ich eine Volksbank? Gegenüber vom Bahnhof. Woher kommst du gerade? Von meiner Freundin. Wohin zieht deine Familie? Nach Spanien. Da man in der Regel von Städten oder Ländern spricht, die keinen Artikel haben, braucht man hier auch keinen Kasus. Das Pärchen fliegt von Frankfurt nach Madrid. Dieser Zug fährt nur bis Köln. Wohin gehst du? Zum Arzt. Wow, das war jetzt jede Menge Stoff und ein riesiger Haufen Präpositionen. Lade dir die kostenlose Liste mit den Präpositionen herunter, damit du einen besseren Überblick der heutigen Lektion hast. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.